Welcome back, ladies and gentlemen. Ich bin's wieder, euer Psycho. Ich bin wieder am Start mit Ghost Exile und ich weiß nicht, dass ich das sage, aber... Oder ich weiß nicht, wieso ich das sage, besser gesagt, aber... Dachte mir, wir haben mal wieder Bock auf ein Farmhaus. Es kann ja nicht sein, dass ich in allen Spielen die Farmhäuser hasse, deswegen müssen wir uns ja auch eingewöhnen und ganz ehrlich, wir hatten schon länger kein Farmhaus mehr. So gesehen sind das ja auch schöne Häuser, nur ab und zu ein bisschen dunkel. Und böse Erinnerungen. Und das hier sieht schon mal eigentlich echt cool aus. Der komplette erste Stock, also... Ne, eigentlich das erste Stock, aber für uns Erdgeschoss. Besteht eigentlich nur aus Küche und Wohnzimmer. Und das finde ich richtig krass. Hier, dieser Teil hier hinten Küche. Gut, hier ist noch ein Badezimmer und der Rest einfach meine Wohnzimmer. Also das hat schon Stil. Hier oben Master Bedroom, Upper Hallway, Boys Bedroom und so weiter. Aber unten eigentlich fast nur Wohnzimmer. Finde ich eigentlich ganz cool. Natürlich, um die Beweise zu finden, könnte es tricky sein, aber sonst geil. Aber ja, nicht wundern, dass ich so viel Equipment habe. Das hat mich einfach genervt, immer irgendwas rauszunehmen. Deswegen habe ich jetzt einfach alles dabei. Dann nehme ich dich im ersten Run. Deswegen habe ich jetzt einfach alles dabei. Und ja, auf jeden Fall, das verrecken sollte, kann ich dann eben nur noch das kaufen, was ich brauche. Da muss ich nicht immer das ganze Zeug wieder rauspacken. Gut. Dann würde ich jetzt aber sagen, jetzt drehen wir erstmal durch. Werde ein bisschen ghosty. Gate. Bin der Neue. Und diese Flasche liegt immer am Boden. Ich habe am Anfang immer gedacht, dass da der Geist ist. Hallo? Hey, manchmal... Was ist mir aufgefallen? In Farmhäusern kann man manchmal die Schubladen nicht von der Seite aufmachen. Muss direkt davor stehen. Hier ist alles clear. Hier ist alles super. Hier ist alles gut. In solchen Schränken können auch immer zu Gegenstände sein. Und Alter, wie laut das gerade. Oh, hier unten drin kann auch Gegenstände sein. Aber das hier einfach gemütlich, Doppelklick, easy. Was ist das? Ich will schon mal die Tür aufmachen, hier ist ja der Boiler drin, aber sonst haben wir hier nichts. Hey, gehst du auf? Hallo? Ich komme da nicht mal raus. Aber man gewöhnt sich an die Türen, inzwischen. Es sieht nicht so aus, aber es ist so. Man gewöhnt sich langsam an die Türen. Wieso sind da X'e? Wieso sind da X'e? Das gefällt mir irgendwie gar nicht. Eigentlich ein X markiert die Stelle, aber welche Stelle? Aha. Trinkchen, Wunderbärchen, zu. Bye bye. Okay, bis jetzt habe ich hier noch nichts. Zumindest haben wir schon mal unsere Gegenstände gefunden. Okay, dann fangen wir an. Where are you? Are you here? Are you friendly? Are you child? Wieso schlägt man das letzte Stündchen? Where are you? Are you here? Are you friendly? Are you child? Das war jetzt diesmal ich. Kira. Weiß doch nicht. Okay, crazy. Das ist mir nicht mal crazy. Man ist hier draußen. Where are you? Are you here? Are you child? Are you friendly? Where are you? Are you here? Gut, also ich würde spontan behaupten, der ist der... Nein! Where are you? Are you here? Ich würde spontan behaupten, der ist hier hinten. Oder hier würden wir zumindest die meisten unserer Beweise kriegen. Resette. Okay. Weiter geht's. Bis jetzt haben wir noch nichts. Unser letzte Stündchen hat geschlagen. Das bedeutet, es bald wird Schicht im Schacht sein. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir hier halbwegs lebendig rauskommen. Ich meine, man gewöhnt sich jetzt auch langsam an... Nicht angemacht. Man gewöhnt sich auch langsam an den Batman-Modus. Oder an den Irren-Modus. Auf was man spielt. Deutsch oder Englisch. Am Anfang ist man komplett überfordert gewesen. Da war es richtig schön. Aber jetzt inzwischen. Es ist eigentlich wie Profi. Okay, paranormales Phänomen. Achso, das wäre die Uhr jetzt, oder was? Alles klar. Also man muss eine Jagd im Haus überleben, er muss blasen und ich brauche ein Foto vom Geist. Also es klingt tatsächlich machbar. Ich kann ja auch die Jagd mit dem Kruzifix überleben. Das klingt machbar. Wir haben vielleicht die Möglichkeit, alles
zu schaffen, aber schauen wir mal. Ich mich hat nicht, dann darf ich an dort mal. Where are you? Where are you? Are you here? Are you friendly? Ah, friendly. Wehe du jagst. Wehe du jagst. Gehst du weg? Wehe du jagst. Jag das? Ich hoffe nicht. Oh, okay, danke. Aber es kam von unten. Es kam von unten. Ich wusste nicht, ob es jagt oder nicht. Kam auf jeden Fall von unten. Hier. Schreib ins Buch. Please write in my book. Oh. Ich würde halt gern. Ich lasse jetzt mal das Buch hier. Ich würde gerne nämlich den Voice Recorder mit dem von unten versuchen. Das ist halt nur da hinten getriggert. Aber vielleicht triggert der unten im Badezimmer auch. Schau mal. Where are you? Are you here? Where are you? Where are you? Are you here? Baden ausklammern. Voice Recorder mit? Check. Schauen wir mal, ob wir hier irgendwas haben. Dass er von unten kam. Das sah mir so aus, als ob er von unten links kommt. Das deutet eigentlich schon sehr stark, finde ich, auf. Also darauf hin, dass er da unten ist. Okay. Irgendwo hier hinten. Buch wird bekritzelt unten. Ja, dann ist er unten. Und das wird wahrscheinlich auch unser EMF sein. Ja, EMF3, Buch ist bekritzelt, sehr schön. Wir haben natürlich wie immer ein zweites Bild daneben. Where are you? Are you here? Are you child? Where are you? Are you friendly? Are you here? Where are you? Okay. Where are you? Where are you? Are you here? Are you friendly? Where are you? Gut, also irgendwie das funktioniert nicht, aber zumindest haben wir unser Büchlein. Das ist schon mal ein Erfolgserlebnis. Videocam müssen wir unten nochmal anschauen. Hatten wir oben nicht. Aber Ghost Training schon mal. Der Rest? Wäre ich, ob wir ausklammern können. Ja, nein, vielleicht. Keine Ahnung. Kreuzen Sie an. Hat jetzt ohne Equipment hier wieder ins Haus zu. In welche Richtung? Kleine Sackratte. Es hat wehgetan. Nein, ich brauche einen Kruzifix. Irgendwie, ich weiß nicht wieso, weil ich hier so rumgeschaut habe, war ich darauf vorbereitet. Deswegen war der diesmal gar nicht mal so übel. Und war ja schon im letzten Video. Ich hasse Geister. Ich hasse Geister. Ich nehme jetzt Kruzifix mit. Also, ne, ja, nein. Ich brauche, ja, nein. Okay, warte, wir schauen jetzt mal. Wir haben jetzt schon Ghost Riding. Wir haben 2, 4, 6, 7 Geister noch und 2, 4, 6, 8, 9. Ja, wobei. Wenn wir nichts irgendwie ausklammern können, werden wahrscheinlich alle Kombinationen verdammt. Also nicht alle Kombinationen, aber jeder Gegenstand. Jeden Kombination. Das ist erstmal hier und ich da, denn hier ist ja, ne, und. Weiß Bescheid. Hier hin. Ach ja. EMF. Ach ja, da komme ich jetzt nicht. Auf geht's! Vierer. Würde ich ja fast sagen, dass wir das ausklammern können. Wo ist meine Videokamera? Üsch, bleib's nicht. Hier. Die Videocam, damit möchte ich noch nach unten schauen. Wegen Haze, wegen Orb. Echt wundern, das gehört uns. Das Teller.
Das ist wahrscheinlich immer noch unser EMF4. Hoffe ich. Nicht, dass es jetzt irgendwie EMF5 ist und wir sehen es nicht. Hier. Also ein Haze. Haze oder sowas sehe ich nicht. Also, wenn ich danach gehe, was wir haben, was nicht. Freezing haben wir nicht. Haze haben wir nicht. EMF haben wir bis jetzt auch nicht, aber es wird schwer. Explosion Cut. Kann mir noch nicht anschauen. Habe ich jetzt ernsthaft? Ja. Ich habe gar keine Fingerabdrücke mitgenommen. Obwohl die eigentlich so cool. Meine Kreis-Airfall hat. Die kann jetzt auch nicht an der Tage. Oh, mal eine Kerze. Er darf blasen. Und wir haben jetzt auch mal einen Energy Drink dabei. Was macht er? Ganz einfach. Man kann, glaube ich, länger sprinten, wenn ich erst. Also nicht, dass man hier alle 2 Sekunden dann auf einmal eine Verschnauspause braucht. Okay. Schauen wir mal. Im F ist schon wieder. Okay, ich bin uns ran. Spannen Sie sich, Monsieur Kollege. Ah, jetzt haben wir keins mehr, oder? Achso, doch. Hier. Aber kein Geister-Ejakulat. Ich habe keine Ahnung, welche Tür er jetzt alle angegrabt hat, aber hier habe ich kein Geister-Ejakulat. Hier habe ich auch keins. Mach jetzt einfach mal hier die Türen zu. Wir haben Dingies. Gut, jetzt hätten wir sie auch. By the way, das hier ist der Obake. Die Obake-Hand. Einziger Unterschied, dass der Obake noch 6 Finger hat. Das war jetzt gerade so, als ob irgendjemand einen Ball auf mich schießt. Okay, dann ab nach unten. Alles, was wir jetzt ausgestrichen haben, machen wir jetzt natürlich wieder. Ne, das ist wieder offen. Könnte ja sein, dass. Aber wir haben schon mal Geisterkulaten. Geisterkulaten, wir haben das Buch. Jetzt bin ich gespannt, was unser letzter Beweis sein wird. Ach ja, Kerze. Er ist oben präsent, deswegen stellen wir natürlich erstmal die Kerze hier unten hin, ganz klar. Ich habe einfach nur keine Lust, gerade hochzugehen. Ne? No. Man sagt zwar no risk, no fun, aber ich muss nicht alles riskieren. Ectoplasm. Und dann seid ihr beiden. Ja gut, die beiden sind sowieso raus. Passt wunderbar. Haben wir richtig entschieden. Du bist raus, du bist raus. Aha. Ein Orb. Oder ein Infrarot Motion Sensor. Sprich, entweder das Ding, was wir hier am Boden haben, oder wir haben irgendwo ein Orb. Das bedeutet, ich darf nochmal mit der Videokamera laufen. Yay. Ich darf nochmal alles genauer anschauen. Aber jetzt bringen wir erstmal unsere Kerze nach oben, damit er schön blasen kann. Damit wir das D-Cast erledigt haben. Und ich merke gerade. Da bin ich hin. So. Der ist ja übertrieben präsent. Ihr beiden werdet jetzt mal ausgemacht. Ihr geht mir so auf die Nüsse. No hate. Aber es ist. Und hier ist er auch sehr aktiv, deswegen. Bupp. Werde gelb. Reicht das schon? Wäre jetzt voll cool gewesen. Okay, dann gehen wir jetzt noch ein letztes Mal mit der Videocam rum und suchen nach einem Orb. Problem ist, man muss da genauer hinschauen. Ich komme mir so häufig vor, dass ich den Orb übersehe, weil es halt nur so ein ganz kleines Ding ist, das irgendwo rumfliegt. Ist das nicht? Alles, was halt irgendwie ansatzweise weiß leuchtet und irgendwie in der Luft sein könnte, muss man jetzt genauer unter die Lupe nehmen. Das ist so nervig. Aber wir haben was zu tun. Was machst du auf dem Boden? Ich will es nicht wissen. Alter. Wenn ich dieses Geräusch habe, da so ein Ball oder irgendwas. Oder als ob jemand entlang läuft. Jetzt. Ich. Da ja noch. Nee. Was haben wir hier oben? Da kann man nicht hinschauen, aber mit der. Wow. Da haben sie einfach nichts gemacht. Denken sich, gut, da kann man sowieso nicht hin und man kann es eigentlich auch nicht anschauen. Oder fast nicht anschauen. Also macht man auch nichts hin. Keine Ahnung, ob die Kerze jetzt geblasen wurde, aber. Jetzt an. Aha. Das ist gelb. Und ein Bärchen. Und ein Bärchen. Oh. Dann, was haben wir denn? Ein Obake. Oh, passt perfekt. Ich sage auch noch, das war der Obake-Finger. Perfekt. Gut, gibt's hier wahrscheinlich nicht, aber. Ne? Obake. Was hat der hier nochmal?
Obakel, Obakel, often appears as a misty haze, but I can assume a human shape if necessary. This type of ghost can often control the entire house. Also, er ist flexibel. Er ist überall vertreten. Er kann sich überall zeigen. Kann dich überall nerven. Der Deutsche mag dich nicht. Und das im ganzen Haus. Er mag dich im ganzen Haus nicht. Klingt empathisch, oder? Ich hole jetzt mein Fotoapparat. Wir brauchen ja noch ein Foto vom Geist. Das machen wir dann natürlich direkt. Wenn wir jetzt alles testen. Ja. Foto vom Geist. Und wir müssen eine Jagd überleben. Das machen wir jetzt direkt, bevor wir mit dem Ritual anfangen. Wir haben ja ein paar Sanity-Pillen. Wir haben noch genug Crucifixe. Eine Charge werden wir jetzt brauchen. Aber wir sind schon in Hunting Range. Was bedeutet, wird machbar sein. Und dann. Danach treiben wir es aus. Und vielleicht haben wir die Möglichkeit auf fast Maximum Cash. Und die Frage, wie engagiert ist er? Und ich nehme beide Crucifix mit. Auf jeden Fall der Fälle, dass eines wieder aus der Hand flutscht, können wir vielleicht noch schnell auf das andere wechseln. Weil es da eine Möglichkeit gibt. Ghosty, where are you? Wie heißt das gleich? Scarlett Jones. 53, die werden immer älter, Geister. Scarlett? Are you here? Where are you? Show yourself. Where are you, Scarlett? Minimal. Oh, warte, was war das für ein Licht? Kann ich eigentlich. Ne, ich kann hier nicht auf Toilette gehen. Also diese kleinen Gimmicks, die finden ja noch. Auf Toilette gehen, beziehungsweise ne, abziehen oder sowas. Das war noch cool, aber Sen hat nur kleine Spielereien. Ne? Das ist keine Kritik. Rosa. Woher hat denn die Kerze ausgemacht? Mr. Ghosty. Oh, yourself. Show yourself. Give me a sign. Hello, Mr. Ghostly. Show yourself. Show yourself. Only what you need. Ich hab keine. All you need is love. Love. Love is all I need. Where are you? Show yourself. Ich weiß nicht, ob ich davon hätte ein Foto machen können, aber das war asozial. Wo ist er? Über mir. Dann müsste hier die Treppe runterkommen. Jawohl, dann kann ich ein Foto machen. Und jetzt abwehren. Wunderbärchen. Okay. Bis jetzt läuft doch alles super. Alles läuft toll. Bravo. Und seit wann gehen Außentüren so auf? Wir gehen auch eigentlich ins Haus rein. Oder bin ich jetzt ganz doof? Also im Normalfall. Aber wir haben jede Quest erledigt. Check. Sanity Pin schlucken wie ein Weltmeister. Wie viel haben wir jetzt? 56. Können wir noch zwei nehmen? Oder ich nehme einfach zwei. Fertig aus. Okay, was haben wir denn? Wir haben Dero. Dero ist das hier. Da brauchen wir Emeth. Emeth locken drei Ritualkerzen, ein Schädel. Haben wir sogar, wenn wir das hier da lassen, direkt mitnehmen. Bei Ritualkerzen, ein Schädel, was man halt so dabei hat, ne? So, dann Spray and Paint, Metal Spray. Wir nehmen nur eins mit. Ich habe keine Lust, jetzt so viel zu verballern und vor allem sollte für den Fall, dass wieder unsere Hauptritual-Rune kaputt geht, unsere Sigille, haben wir noch Nachschub. Also, MF. Oh. Oder welchem passt auch drei Kerzen und ein Schädel. Sehr schön, Hammer. Dann. Ach, das ist mir jetzt eigentlich egal, wo ich die jetzt platziere. Ich mache die jetzt einfach oben. Er kommt immer von oben. Deswegen mache ich eins im Flur, eins auf der rechten Seite. Und irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, dass er eher von der Seite kam. Also linksseitig. Da ich ja in die Richtung geschaut habe. Bup, machen wir einfach mal so. Auf jeden Fall, dass es nicht zutrifft, hoffe ich, dass jetzt gerade harmlos ist. Ich habe gerade keinen Kurzweg dabei. Alter, verdammt. Ich muss wirklich meine Beine trainieren. Das ist doch ein Kram, was das ist. Auf geht's. Endspurt. Wunderbar. Und jetzt heißt es eigentlich nur noch austreiben. Wir brauchen jetzt nur noch den Namen vom Geist.
Und das Feuerzeug und dann haben wir es. Dann können wir loslegen. Und dann ist es heute mal eine entspannte Runde, bis auf die zwei Jumpscares, die asozial sind. Aber ich merke schon, wenn ich jetzt so mehrere Videos nacheinander produziere, dann gewöhnt sich. Im Stream, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich kann auch 3 Stunden im Stream-Ding zocken. Ich gewöhne mich nicht daran. Ich habe immer noch Kacke an Hose. So, mein Freund im ausgedrückt, aber. Erstmal momentan fühle ich mich ganz gechillt. Wie heißt du? Scarlett. Scarlett? Scarlett noch? Jones. Scarlett Jones. Scarlett Jones. Tremble in fear. When call the name of Chris. When call the name of Chris. Am Arsch! Exorcitamos te omnis immundo spiritus, omnis satanica potestas, omnis infernalat besari. Ergo, drag maledicte ecclesiam tuam, lieber. Jetzt bitte nur ganz sacht, danke. Ich hätte auch eigentlich in den Schrank gehen können. Fällt mir jetzt gerade auf. Na gut, für jeden Fall, dass nochmal dazu kommt, gehen wir in den Schrank rein. Okay, okay. At the side of which hell trembles. At the side of which hell trembles. Ist auf jeden Fall, die ist auf jeden Fall gierig. Scarlett Jones. Get out, you demon seed. Get out, you demon seed. Get out, you demon seed. Trottel. In order to smash the enemies of the church. In order to smash the enemies of the church. Aha. Aber das hier ist echt viel zu einfach. Wenn hier ein Madman das angezeigt wird, ist viel zu einfach. Close, 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 close. Okay. This love, love. We pray you to hear us. Das können sie noch entfernen, dass man hier den Rauch hat. Klar, vielleicht war es für viele zu schwer oder wenn man in Gruppen unterwegs ist mit dem Hören und so weiter, ist schwierig. Aber sonst finde ich es okay. Los. 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 Das hat mich sowieso gefreut als Entwickler von Ghost Exile. Oder? Ja, ich bin ja immer ein bisschen skeptisch, ja, aber es sah für mich seriös aus. Einen Kommentar hinterlassen noch. Finde ich super. Heißt noch Ghost Exile, deswegen. Mal verstehen. Die haben ja auch das gesagt mit Deutsch in der Beta-Version gut. Die Community war schneller. Die haben es mir 1-2 Tage vorher schon gesagt, dass man umstellen kann. Aber ich fand's super. Fand's cool, ja. Get out of the Ghost of All Imperity. Get out of the Ghost of All Imperity. Bam, Junge! Wir haben jede Quest erledigt, wir haben ihn ausgetrieben, wir hatten Jumpscares, also ich muss ganz ehrlich sagen, die Farmhäuser, ich werde ein Fan von den Farmhäusern. Die haben alles, was man haben will, solange die Tür aufgeht. Also ich bin mega happy. Ich bin mega happy. Das war auch relativ entspannt, deswegen abdüsen. Tschüss. Jetzt schauen wir mal, wie viel Cash wir kriegen und mach weiter. Oder welche? Also was haben wir da? $525, 2300 Erfahrungspunkte, Level 19, ich bin mega happy, das lief auf jeden Fall super. Und damit bedanke ich mich fürs Zuschauen, Ladies and Gentlemen, ich hoffe, euch hat es gefallen. Warte mal, wenn ich jetzt überlege, heute müsste Freitag sein, oder? Wenn ich jetzt überlege, Montag, Mittwoch, Freitag, ja doch, Freitag. Dann schaut gerne im Stream vorbei, wenn ihr dieses Video seht. Heute wird es wahrscheinlich wieder ein Gambai-Freitag geben, was bedeutet, wir sitzen zusammen, wir trinken, ich streame währenddessen. Ab 21, zwischen 20, 21 Uhr startet das Ganze, deswegen jeder ist herzlich willkommen, solange ihr mindestens 18 seid, das ist natürlich ganz wichtig. Und auch für die, die nicht trinken, könnt natürlich auch entscheiden, auch vorbeischauen, man kann ja auch mit analkoholischen Dingen anstoßen. Ganz klar, man muss keinen Alkohol konsumieren, man kann auch ohne Alkohol Spaß haben.
Aber jeder ist natürlich herzlich eingeladen. Links zu Twitch und Discord unten in der Beschreibung. Da findet ihr alles. Danke fürs Zuschauen. Haut rein, bis dann. Ciao, ciao.